Hey Freunde und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir machen heute folgende Challenge. Isaac was good today. For the purist habe ich verdammt viel Angst, weil wir dort gar nichts haben und Isaac töten müssen. Aber dazu dann später. Diese Challenge, ich weiß gar nicht, was die macht. Ich glaube, wir sind einfach nur irgendwie so ein Engel und heilig und haben... Ja, Engel fliegen und sind heilig. Perfekt. Leider haben wir keinen Dice. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt, weil wir hier eh keine Itemräume haben. Na gut, nach den Bosskämpfen könnte man da vielleicht was rerollen. Aber zack, zack, zack. Wir können jetzt fliegen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und wir müssen... Warum habe ich einen Herzcontainer? Aber ich habe doch keinen Schaden bekommen, oder? Ich habe keinen Schaden bekommen. Nee, nee, nee. Das konntest du mir nicht erzählen. Das konntest du mir nicht erzählen, du. Das konntest du deiner Oma erzählen, aber nicht mehr. Wow! Wie ist der denn geflogen? Verdammt, der wurde noch weiter geglitscht wegen dem blöden Stein, oder? Oh, Mann. Komm, weg mit dir. Ah, jetzt aber Schaden bekommen. Das tut so weh. Und die Kiste können wir nicht öffnen, weil wir keinen Schlüssel haben. Oh, Mann. So, der Ton müsste passen. Ich nehme auf. Zack, 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 zack. Und weg mit dir. Gestern gab es übrigens ein ziemlich cooles Design für ein T-Shirt. Das, was ich halt gesagt habe mit dem sexy. Jetzt weiß ich nur nicht, ob man das verwenden darf. Natürlich könnte es... nicht unbedingt Isaac sein oder so. Vielleicht sieht da jemand halt zufällig so ähnlich wie Isaac aus. Ich kann es ja mal... Ich hoffe, ich denke dran, das hier irgendwie ins Video zu packen. Und ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob ich das aufs T-Shirt packen darf. Und dann könntet ihr es natürlich alle kaufen und fröhlich sein. Oder ich werde angezeigt bis zum geht nicht mehr. Das frage ich mich. Ich weiß nicht, ob das geht. So, weg mit euch. Und da ist der goldene Kackhaufen. Das heißt, wir könnten eigentlich in den Shop rein... Aber leider haben wir keinen Schlüssel. Noch nicht. Aber hier ist der blaue Kack. Okay, wir bekommen anscheinend sehr viele blaue Herzen. Das ist eigentlich ziemlich geil. So, erstmal hier die Kackhäufchen ausschießen. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht etwas bekommen. Ein weißes Herz vielleicht. Und ich vermute auch schon, dass der Geheimraum dort oben ist. Also oben links. Vielleicht haben wir da das Glück und bekommen endlich Epic Fetus und so einen Kack. So. Zack, her damit und direkt mal hier links lein. Zack, zack. Und da sind, zack, weg mit euch. Ein Schlüssel. Super. Und hier ist doch der geheime Raum. Erzähl mir nichts. Komm schon. Yes. Und dort drin befindet sich ganz viel Geld. Und wir haben noch einen Schlüssel. Das heißt, wir könnten eigentlich in den Shop rein und mal gucken, was es dort gibt. So. Ich weiß echt nicht, ob ich die Kerze nehme, falls die Kerze dort ist. Das ist die Frage. So. Zack, zack, her damit. Ausschießen. Ansonsten hoffe ich, dass wir dort einfach... Na, was will ich denn dort? Weiß gar nicht. Müssen wir in den Shop? Oder ich behalte den Schlüssel, glaube ich, einfach. Ich hätte viel lieber so eine Kiste. Lass mal einfach so. Ich muss Isaac töten. Also, wenn die Kerze dort drin ist, würde ich sie, glaube ich, nehmen. Aber sie ist nicht drin. Habt ihr Glück gehabt. Mom's Purse ist das, oder? Das heißt, ich könnte mehr Trinkets tragen. Dann lass uns erstmal hier so ein blaues Ding nehmen. Ein Schlüsselkowski. Und das hier. Mom's Purse. More Trinkets. Das heißt, wir können jetzt zwei Stück tragen. Hatten wir auch noch nicht. Könnten wir auf jeden Fall mal versuchen zu bekommen. Zwei Trinkets sind gut. Zum Beispiel einmal Cancer und nochmal Cancer. Kann man zweimal Cancer bekommen? Ich weiß es gar nicht. Naja, öffnen wir die. Komm, öffnen wir die. Zack. Und nur zwei Münzen. Oh, Junge. Und jetzt haben wir bestimmt keinen Schlüssel für die nächste Ebene. Aber zunächst müssen wir diesen Kumpel hier besiegen. Zack, zack, zack. Einfach von oben schießen und erstmal seine Kameraden umbringen. Die er spawnt. Ja, Dicker, hier, du hältst mehr aus. Zack, 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 zack. Ah, du kommst jetzt zu weit nach oben. Ich muss, glaube ich, unten stehen. Wobei unten irgendwie komischer ist. Ich kann nicht denn unten, ey. So, und jetzt du. Ja, 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 schrei du nur. Ein kleines Mädchen. Bam, bam. Oh, Junge, das kann dauern. So. Ja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall einen Cube of Meat. Ist ganz gut. Haben wir Schutz? Warum nicht? Hey. Ey, wie ist was? Ich habe Schaden bekommen? Oh nein. Ein Millimeter zu weit unten. So, den hätten wir erledigt. Und du stirbst auch bitte. Dankeschön. Zack, Herzchen. Und Cube of Meat. Okay, wir müssen unbedingt die Teufelsreime abklappern, weil wir bekommen anscheinend sehr viele blaue Herzen. Und vielleicht kann man dort für blaue Herzchen viel kaufen. Oder ist es nur bei dem Blue Baby, dass dort dann beim Teufelsraum viel blaue Herze-Items gegeben werden? Du verstehst? Hier, ich auf einem Stoppen-Streaming starten. Gut, ich streame noch nicht. Curse of the Lost. Was ist das denn? Ist das hier die X... Hä? Curse of the Lost?
Moment mal, was heißt das? Das habe ich vergessen, was Curse of the Lost heißt. Sind die Gegner stärker oder was? Also spontan würde ich jetzt sagen, hey, die Ebene ist größer, aber da steht kein XL oder sowas. Was sehr komisch ist. Was hat das zu bedeuten? Das werden wir bestimmt gleich sehen. Curse of the Lost. Weniger Items? Mehr Gegner? Stärkere Gegner? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hui. So. Einsammeln. Yes. Weg mit dir, die Spinne. Nicht, dass sie da wieder irgendwie so einen Krampf bekommt und bis an das andere Ende der Welt springt. Ja, so war das, so war das. Okay, schade. Ich will mehr blaue Herzen. Kommt schon. Kackhäufchen. So. Aus damit. Denn Feuer ist gefährlich. Ja. So, dann schauen wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will keinen Schaden bekommen. Keinen einzigen Schaden. Komm, 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 komm. Nein, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, dass ich jetzt einfach den Kollegen in die Luft sprenge oder einfach zerfleische mit deinem Fleischstück. The Small Rock, Damage Up. Das ist eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Wir haben jetzt auch super rote Tränen, die mir sehr gefallen. Genau, zack. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hatten wir den schon mal gestaunt? Ich glaube nicht, oder? Einfach stehen bleiben und so tun, als wäre nichts los und einfach wegbamsen. Ja, lass mal einfach direkt den Boss besiegen. Okay, das sind die ganz normalen. Sehr gut. Also, ich meinte mit normalen, dass es nicht die sind, die über Kreuz fliegen und so. Na? Du müsstest jetzt auch gleich sterben, mein Lieber. Tschüss. Schreib mir. So. Ja, damit. Und da haben wir auch schon den Teufelsraum. Da könnten wir mal Shot Speed up. Ich weiß nicht, was gut ist. Das Messer. Könnten wir nehmen, ne? Lass uns mal das hier mitnehmen. Das nehme ich nicht. Lass uns mal hier mit den roten Tränen spielen. Das Messer hatten wir jetzt. Ich will es jetzt nicht so oft nehmen. Vielleicht irgendwann wieder, ne? Jetzt erstmal weg mit dem Messer. Eigentlich wäre das eine sehr gute Sache. Eine sehr, sehr gute Sache, weil ich jetzt hier keine Itemräume habe und so. Aber komm. Ich muss meinen Stolz bewahren und das Messer. Da wird man direkt als Noob betitelt, weil es so stark ist. Ups. Einfach stehen bleiben und töten. Bep, 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 beep, boop, beep, beep, boop, beep, beep. Wahrscheinlich hätte ich unglaubliche, hätte ich unglaublichen Schaden gemacht, hätte ich das Messer genommen, zusammen mit The Rock da. Aber, naja. Ich will nicht und da wird's auch nicht gemacht. So. Curse of the Lost, verstehe ich nicht. So, und, nein, Mann, nein. Ist nicht so sexy. Okay, vielleicht schaffen wir es auch hier, zur Katze zu werden, weil wir haben jetzt ein Teil, ne? Genau, da spawnen jetzt ja mehr solche Kisten. Und wir brauchen drei Katzenteile. Ja, da unten gehen wir nicht rein. Wozu eigentlich? Wir öffnen lieber diese Kiste hier. Und bekommen wieder Münzen und Herzen. Nun gut, nun gut, nun gut. Gehen wir in den Shop rein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, lass mal machen. Die Nonnenhaube. Wozu? Lass mal so ein blaues Herz nehmen. Und die Nonnenhaube brauchen wir jetzt nicht, weil wir kein Space-Item haben. Dadurch wird sich ja das Space-Item schneller regeneriert. Und jetzt müssen wir auf die komplett andere Seite. Aber Moment mal. Geheimraum? Geheimraum! Nice! Und Münzikowskis. Zack, 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 zack. So. Okay. Lass uns mal die Nonnenhaube mitnehmen. Vielleicht finden wir ja wieder den Bücherraum und dort dann Book of Belial. Und dort können wir dann, genau wie im letzten Run, immer wenn wir Schaden bekommen, zack, 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 und öfter mal im Raum Book of Belial einsetzen. Und ich glaube, meine Tränen wurden stärker. Ich glaube, die wurden immer größer. Als ich das im Nachhinein angeguckt habe, vielleicht habe ich auch einfach nur rumgesponnen und fantasiert und wollte es einfach nur, dass es passiert. Das war ein Reim. Hab rumgesponnen und fantasiert und wollte nur, dass es passiert. Ja, so sieht es aus. Ich baue mir jetzt ein Kartenhaus. Es fällt zusammen. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht muss ich meinen Mund anfeuchten. Was hat das für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Ich sitze auf Klo und reibe mich mit meinem Kot ein. Das ist eklig. Aber wir sind Isaac.
Da ist jede Hilfe vergeblich. Yay. Gern geschehen, gern geschehen. Freestyle ohne Ende. So. Oh, Bad Trap. Scheißen Dreck. Bad Guess. Okay, anscheinend haben wir nicht so das Glück mit Isaac. Heute. So, dann vernichten wir mal ganz kurz die Fliegen hier. Die Monster fliegen aus Tschernobyl. Bam. So. Schlüsselchen haben wir jetzt auf jeden Fall 2 Stück. Nein. Wow. Okay, 3 Schläge brauchen wir. Ah, es wird knapp. Zack. Und Bombies. Vielen Danki. So. Tschüss. Tschüss. Ah, es ist wieder nur ein Shop, ne? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wenn wir wieder genug Münzen kriegen. Ich hoffe jetzt auf einen Bücherraum, damit wir dort einfach ein cooles Buch bekommen. Um Scheiße. Ganz viel Scheiße. Oh nein. Weg, 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 weg. Abkratzen, alle. So, und jetzt, meine Freunde, ihr habt alles vermasselt. Eigentlich wäre ich glücklich befreundet gewesen mit den Fliegen, aber nein, ihr sorgt dafür, dass sie mich hassen. Geht doch. Das ist gut. Da können wir auch jetzt in den, wir können noch mal ganz kurz den Boss besiegen, oder? Auf geht's. Zack. Schnell den Boss besiegen. Schnell. Hahaha. Aber wir machen... Wir machen Schaden. Das ist gut. Das können wir schnell machen. Ja. So, ich würde nur gerne schneller sein. So. Na, willst du gar nicht deinen Strahl schießen? Oh, hä? Verdoppelt er sich jetzt doch? Letztes Mal doch gar nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Nein! Nein! So viel Schaden, du. Was ist denn das nochmal? The Pack Damage Up. Nice! Das ist sehr gut. Das ist das, was ich will. Das mir gusta tolli sehr. Okay, gut. Wir haben jetzt verdammt viel Leben verloren, aber das ist okay. So, gehen wir mal hier rein. Und hier haben wir wieder ein blaues Herz. Nehmen wir einfach mal mit. Sind immer im Angebot. Das ist gut. Oh, wir schießen jetzt auch verdammt schnell. Sehr gut, ey. Jetzt noch wieder Krebs und das ist perfekt. Wir bräuchten nur noch jetzt auch ganz viel HP ab, damit wir Isaac töten können, ohne dass er uns tötet. Ja, das ist vorteilhaft in Isaac. Gegner zu töten, bevor sie eintöten. Ja. Das ist ein guter Tipp von mir, was? Jetzt versteht ihr eigentlich Isaac. Gern geschehen. So. Weg mit dir. Alles klar. Scherzchen. Nein, danke, sage ich dazu. Und wir gehen lieber hier hin. Wow. So. Ah. Oh, danke schön. Und heilige Mama. Sehr nice. Okay. Dann holen wir uns mal schnell die Leiter, ne? Damit wir überklippen können. Hätte jetzt ein dummer Olli gesagt. So. Damit spiele ich auf die Szenen an, wo ich ganze Zeit irgendwie, obwohl ich fliegen konnte, eine Leiter eingesetzt. Nee, nee, nee. Was war das? Achso, gewartet habe, bis die Dinger hier was freigesprengt haben, obwohl ich einfach rüberfliegen kann. Also schon sehr dumm gewesen. Oh oh. Na kommt schon. Oh, die wissen nicht wohin. Ah, weil ich für die unsichtbar bin, wenn ich da verschwinde. Na komm schon. Glück, 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 Glück. Tier ist ab. Super. Scheiß drauf, öffnen. Und wir bekommen hier einen Schlüssel und alles Mögliche. Die sollten auch kein Problem sein, sollten wir endlich schnell töten. Und unseren Monster drehen. So. Sehr gut. Okay, 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 okay. Okay, kriegen wir hin. Man verlässt mich meine Stimme. Seht ihr das? So. The Hanged Man. Ja, das bringt uns natürlich jetzt richtig viel. Damit können wir einfach nur schweben. Was natürlich auch richtig geil ist. So, ich hoffe auf einen Bettler oder auf einen Bücherraum. Aber die Ebene haben wir schon geklärt mit diesem Raum. Naja, schade Kowski, sage ich dazu nur. Aber ein blaues Herz darf sich unserer Crew anschließen. Super. Was gab es sonst noch im Shop? Nichts so wirklich Besonderes, ne? Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und... Ja, Richtung Isaac.
herzmäßig sieht das noch ganz okay aus. Wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen. Spielraum spielen, weiß ich nicht. Behalten wir das Geld erstmal. Für schlechte Zeiten. Das war witzig. Wow. Rück mir nicht zu nah auf die Pelle. So. Ja. Die erstmal töten. So. Okay, Moment, die hatten wir doch schon mal. Tiers ab. Nicekowski. Da schießen wir doch schneller, oder? Ach, ich komme immer durcheinander. Egal, scheiß drauf. Irgendwann werde ich es lernen. Ich will es gar nicht mehr von euch wissen. Jetzt eh vergessen. So, jetzt haben wir Liberty Gap zweimal. Das heißt, wir setzen mal den Trick ein, indem wir hin und her gehen. Und dann irgendwann öffnet sich die ganze Karte mit etwas Glück. Wir haben nämlich jetzt von Raum zu Raum, okay, der Boss war oben rechts. Von Raum zu Raum andere Pilzeffekte, genau. Oh, das ist schön, wie schnell wir die töten. Ich weiß gar nicht, ob es durch Krebs noch schneller werden kann. Wir schießen doch verdammt schnell. Moment, euch hatte ich auch schon, oder? Hier. Luck up, nice, aber du warst doch hier Bad Trip oder sowas. Nein? Pretty Fly, das ist eine Bad Trip Pille. Und die Bad Trip Pille wird doch zu einer Full Health Pille, ne? Ne, die Health Down Pille wird zu einer Full Health. Behalten wir einfach mal. So, warte mal. Bad Trip tötet uns, das heißt, die wird dann zu einer Full Health Pille. Oder, ne, Health Down wird zu einer. Mann, beides ergibt Sinn. Was ist das nochmal? Pretty Fly. Nice, dann haben wir jetzt. Oh, ah, da sind sie. Gut, sehr gut. Zwei Stück haben wir von denen. Meine Herzen will ich jetzt nicht opfern, außer wir finden irgendwie einen Weg, nur die roten Herzen wegzuhauen. Unsere Tränen sind jetzt ein wenig blass, weil Liberty Gap da irgendeinen Pilzeffekt reingehauen hat. Ich weiß jetzt gar nicht welchen. So, ja, gehen wir mal rein. Oh! Brother Bobby! Hey! Das ist sehr gut. Hilfe zu haben ist immer sehr gut. Und hier war der letzte Raum. Der Boss ist oben rechts, so, das reicht ich. So. Okay, warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier der geheime Raum ist. Und somit könnten wir dann auch in den Superraum da rein. Schade. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber naja. So. Kurzes Bäuerchen für zwischendurch. Und weiter geht's. Ich muss Isaac übrigens 6-mal besiegen, ne? Ich dachte, wenn wir das Polaroid haben, können wir einfach weiter in die nächste Stufe. Aber nein, nein, nein. Wir müssen Isaac, also das Polaroid, holen und dann noch 2-mal besiegen. Für das Polaroid müssen wir ihn ja 4-mal besiegen, genau. Also noch 2-mal. 2-mal haben wir ihn ja schon. Verstehst du? Gut. So. Und auf Wiedersehen, meine Freunde. Kommt jetzt schon Mom? Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Wow, das ist ja ein richtig geiler Run. Zum Glück habe ich hier nicht das Messer genommen, weil sonst wäre es ja viel zu langweilig. Das ist natürlich richtig sexy. Ach du Kacke. Zack, 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 zack. Eklige, widerliche Spinne. So. Mal kurz hier vorbeifliegen. Dankeschön. Upsi. Das war ja knapp. Ah, lass mal gleich in den Shop rein. Und was gibt's hier? Ein Herzchen, okay. Oh, hallo. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Die könnten wir gebrauchen. Warum nicht? Komm. Hol dir Münzen. Ohne Ende. So, könnte natürlich oben im am Automaten spielen, da würde die ganze Zeit irgendwie ja Münzen bekommen, aber. Nee, nee. Ach, Hallöchen! Das ist ja ein Zufall. Na, was hast du für mich? Komm schon, Health Up oder sowas. Das wäre ganz, ganz süß und ganz nett und ganz lieb und ganz sexy. Und wir bekommen einen Schlüssel. Hey! Übertreib's jetzt aber hier nicht. Na komm. Oh. Book of Revelations. Ah, ich verwechsel das immer mit der Bibel, ey. Aber wir bekommen ein blaues Herzchen dazu und dank der Nonnenhaube werden wir jetzt auch schneller aufgeladen, wenn wir da jetzt Schaden bekommen. Verstehst du? Ja. Gut, dann auf geht's. Mom, oder? Nee, der Reiter. Ach, da hat man doch irgendwie auch eine Chance, dass der Reiter kommt, ne? Wenn man dieses Buch benutzt. War da nicht irgendwie sowas? Oder mit der Bibel war ja was, dass wenn man die benutzt, dass dann da auf jeden Fall irgendwie ein Reiter kommt oder sowas. Gibt es auf jeden Fall so eine Bestätigung. Ja, wir machen schon ordentlich Schaden, das ist ja unglaublich. Zack, 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 zack,
Ding ins Kirchenbums. Was macht nochmal der Kopf? Scheiße. Was macht nochmal der Kopf? Moment, da muss ich jetzt erstmal hier nachgucken. Guppy's Head. Binding of Isaac. Durch Aktivierung werden 2 bis 4 blaue Fliegen erzeugt, bei dem Spieler helfen und Gegner durch Berührung schaden. Oh, kacke. Ich glaube nicht, dass wir die Chance haben, jetzt noch... Ach, kacke. Ich könnte natürlich zur Katze werden, aber ich glaube, das machen wir in einem anderen Run. Jetzt ist es gerade... Ich habe wenig rote Herzen. Wenn ich die jetzt verliere, das wäre nicht so gut. Ne, lass uns mal... Ich könnte jetzt beide Items kaufen, dann wären wir zur Katze... Das machen wir in irgendeinem anderen Run, okay? Wo ich auf jeden Fall zur Katze werden will. Jetzt machen wir das Ganze erstmal so easy peasy. Wir sind ja ganz cool unterwegs. Und auf in die nächste Ebene. Sieht man eigentlich auch den... Nee, den Geheimraum sieht man nicht mehr mit Liberty Gap. So, auf geht's. In die nächste Ebene. So. Automato. Da können wir spielen und bekommen vielleicht Münzos. Und die du auf... Und eine Pretty Fly. Und ein Herz. Ne, das lassen wir erstmal. Vielleicht finden wir noch einen Bettler. Und wenn wir dann kein Geld haben, dann ärgere ich mich grün und rot und gelb und lila und blau. So. Genau. Wir sind ein richtiges Maschinengewehr hier. Mein lieber Holly. Oh oh. Und tschüss. Schlüssel bekommen wir. Gut, holen wir uns gleich. Ach, die Karte war geöffnet. Verdammt. Zu spät gesehen. So, vielleicht kommt es gleich nochmal. Oh nein, nicht ihr. Ihr seid schon 3 Nerven. Und tschüss. War eigentlich Verschwendung, aber scheiß drauf. So, ach, die sterben ganz schnell. Ja, das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt mit diesen ganzen Items hier. Da sind wir echt verdammt stark. Das muss ich schon sagen. So. Die sind auch kein Problem. Da ist ein Shop. Ja, lass mal reingucken. Und es ist Greedo. Oh. Greedo. Oh, kann er nicht cool. Ja, ich kann Japanisch. So, ach stimmt, unser Book, das können wir auch noch aufladen. So, dann fress dich voll. Zack, zack, zack. Wieder gibst du mir rote Herzen, die brauche ich jetzt nicht. Fandst du witzig, was? Okay. Ach, da ist eine Münze. Oh, ich habe sie weggenommen, weil du zu langsam bist. Oh. So, ah, Liberty Gap, sehr gut. Das heißt, da unten würde es zum Boss gehen, ne? Ja, ich glaube schon, dass es dann nach unten und dann nach links geht. Dann gehen wir mal da oben links zum Kampfraum. Würde ich gerne kämpfen, oder mal kurz reinschnuppern. So, vielleicht finden wir ja dort irgendwie Guppy Spawn und Head und was weiß ich. So. Au, verdammt. Ah, heil, Hilfe. Da wurde ich ja richtig vergewaltigt. Ah. So. Oh. Genau, hol sie dir. Nee. Weg mit dir. Ich frage mich, ob es... Ist es eigentlich möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel Guppy's Paw finde, ne? Das ist ja ein Space-Item. Wenn ich das jetzt nur einmal benutze und wieder wechsle mit meinem Buch, zählt das dann als aufgehoben und wenn ich dann noch einen Teil finde, dass ich dann zu Guppy werde? Guppy? Ja, ist das so? Das würde mich interessieren. Oder muss ich das Item bei mir tragen? So. Zack, 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 zack. Ja, einfach mal öffnen. Und wir finden hier ganz viele Münzen, die ich einfach mal weggeschnappt habe. Aber da hast du eine silberne Münze. Komm, hol sie dir. So. Na komm. Die wird drin. Au. Verdammt. Oh Gott, warte mal. Ich will mal einmal Schaden bekommen. Ich bekomme jetzt einmal ein halbes. Ja, okay, nein, schade. Ah, macht nicht so viel Sinn. Komm schon, nimm diese blöde Münze. Hier, da, nimm sie doch. Ach, im Kampf nimmst du sie nicht, oder was? Du Feigling. Hey, warte mal, ich bekomme... Ein halbes... Ich bin gerade überfordert, ob ich mehr Herzen bekomme, wenn ich jetzt Schaden bekomme und so. Ja, jetzt habe ich sie aufgehoben. Jetzt haben wir den Salat. So. Okay. Münze her. Wo ist mein Bettler? Wo?
Da ist mein Bettler. Hey, was ist los mit dir? War er jetzt beleidigt oder was? Und dachte sich, nee, so nicht. Da gehe ich jetzt ganz aus dem Bild. Und, ach, guck mal hier, ein Paradies für dich.